Heute zeige ich dir zwei geniale Wege, in Silber zu investieren. Nicht in das Edelmetall selber und auch nicht in Silber-Aktienunternehmen. Ich zeige dir, warum Silber in Zukunft eine begehrte Anlageoption ist und wie du direkt davon profitieren kannst. Bevor wir zu den Investitionsmöglichkeiten kommen, möchte ich dir aber noch mal kurz erklären, was Silber so besonders und in der Zukunft so interessant macht. Silber hat eine erstaunliche Bandbreite an Anwendungen, die es zu einem unverzichtbaren Rohstoff macht und auch in Zukunft machen wird. Von Elektronik und Medizin bis hin zur Solarindustrie. Silber wird in vielen Sektoren benötigt und verbraucht. Und besonders in der Elektroindustrie ist Silber von entscheidender Bedeutung. Es wird für Leiterbahnen, Kontakte und Schaltkreise in zahlreichen elektronischen Geräten verwendet. Und da die Technologie immer fortschrittlicher wird, wird die Nachfrage nach Silber in der Elektroindustrie voraussichtlich immer weiter steigen. Ja, auch in der Medizin spielt Silber eine wichtige Rolle. Silberbeschichtungen werden in medizinischen Geräten, Implantaten und aber auch Antibiotika verwendet. Und die antibakteriellen Eigenschaften von Silber sind in der medizinischen Gemeinschaft sehr hoch geschätzt. Die Solarindustrie ist ein weiterer Bereich, in dem Silber gefragt ist. Silberpasten werden für die Herstellung von Solarzellen benötigt und die wiederum zur Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. Warum sollte also Silberinvestitionen eine gute Entscheidung für die Zukunft sein? Die steigende Nachfrage nach Silber in verschiedenen Branchen könnte zu einer Angebotsverknappung führen und was potenziell zu Preisanstiegen führen könnte. Ja, wie kannst du jetzt davon profitieren? Und ich habe am Anfang des Videos gesagt, kein physisches Silber und auch keine Unternehmensaktien im Silberbereich, sondern die erste Möglichkeit sind Silberrohstofffonds. Silberrohstofffonds investieren direkt in physisches Silber, die den Silberpreis nachverfolgen. Und diese Fonds bieten eine direkte Beteiligung an der Preisentwicklung des Rohstoffs. Du investierst direkt in Minen und so direkt in physisches Silber. Findet die Mine neue Quellen, dann profitierst du sofort. Bevor wir jetzt zur zweiten Möglichkeit kommen, ein kurzer Hinweis, solltest du in Rohstofffonds investieren wollen, dann nutze die Möglichkeit und schreib mir eine E-Mail an tk@tobias-kalb.com mit dem Betreff Rohstofffonds Silber. Und die zweite Möglichkeit sind Silberaktienfonds. Diese investieren in Unternehmen, die in der Silberindustrie tätig sind. Das können Minenunternehmen, Hersteller von Silberprodukten oder Unternehmen sein, die Silber in ihren Produkten verwenden. Mit Silberaktienfonds kannst du von der Geschäftstätigkeit und dem Erfolg dieser Unternehmen profitieren. Silberaktienfonds sind Investmentfonds, die in Unternehmen investieren, die im Silbersektor tätig sind, wie etwa Bergbauunternehmen, Explorationsgesellschaften oder Unternehmen, die sich auf die Verarbeitung und den Handel von Silberprodukten konzentrieren. Und diese Fonds ermöglichen es, Investoren indirekt in die Silberindustrie zu investieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. Die Performance solcher Fonds kann von den Schwankungen des Silberpreises und den Erfolgen der Unternehmen abhängen, in die sie investiert sind. Okay, ich merke schon, es hört sich alles etwas kompliziert an. Und hier nochmal die genaue Erklärung und die feinen Unterschiede. Rohstofffonds, die in Silber investieren, legen direkt in physisches Silber, um von den Preisschwankungen des Metalls zu profitieren. Diese Fonds verfolgen die Wertentwicklung des Rohstoffs selbst und sind weniger abhängig von den Erfolgen einzelner Unternehmen. Silberaktienfonds hingegen investieren in Unternehmen, die im Silbersektor tätig sind, wie Bergbauunternehmen, Explorationsgesellschaften und andere Akteure der Industrie. Diese Fonds halten Aktien dieser Unternehmen und partizipieren somit an deren Performance und Gewinnen. Der Hauptunterschied liegt also darin, dass Rohstofffonds auf die Wertentwicklung des Rohstoffes, in dem Fall Silber, direkt abzielen,
deren Silberaktienfonds in Unternehmen investieren, die in der Silberindustrie aktiv sind. Die Rendite und das Risiko können je nach Marktbedingungen und Unternehmenserfolgen unterschiedlich sein. Und das bedeutet, Silberinvestitionen in Form von Aktienfonds und Rohstofffonds sind die Möglichkeit, von der zunehmenden Nachfrage nach Silber in verschiedenen Industrien zu profitieren, ohne dass du nun kiloweise Silber zu Hause kaufen musst oder dich auf einen Aktientitel oder ein Unternehmen festlegst. Sie ermöglichen dir als Anleger sowohl von unternehmerischem Erfolg als auch von Rohstoffpreisentwicklungen zu profitieren. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann kontaktiere mich einfach unter www.tobiaskeip.com. Ich sage schon mal weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Video. Tobias Keip.